Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute habe ich mein erstes Resin-Update und zwar habe ich vor einer guten Woche mit Resin angefangen und ich wollte euch jetzt zeigen, was ich bis jetzt so gemacht habe. Ich muss sagen, es sind noch keine Schönheiten dabei, es sind noch überall Fehler und ja, ich bin halt am Experimentieren und nur so lernt man es ja. Und ich wollte euch das jetzt zeigen. Ich habe nämlich einiges schon gemacht und ja, ich zeige euch jetzt erstmal meine ersten drei Stücke von meinem ersten Abend. Ja, die sind extrem dick geworden. Aber nichtsdestotrotz möchte ich sie euch zeigen, denn ich habe versucht, in drei Schichten zu gießen, also so einen 3D-Effekt zu kriegen, was auch funktioniert hat. Aber ich finde, diese Stücke sind einfach etwas unförmig geworden und einfach zu dick. Aber das werdet ihr jetzt gleich sehen. Zum einen habe ich diesen hier gemacht. Ein Winnie-Pooh mit Ferkel und diese Pilze, die ihr da eventuell seht, habe ich in den Hintergrund gegossen. Und ja, ihr seht schon, das ist mega, mega dick geworden. Das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht, diese Stärke. Und ist auch ein bisschen unförmig. Aber sonst, wenn es ein bisschen dünner wäre, würde es mir echt ganz gut gefallen. Genau. Und da habe ich nochmal oben, weil ich so Formen habe, die dann matt rauskommen, habe ich dann einfach nochmal mit einem Glanzlack lackiert. Aber der wird überhaupt nicht schön. Und dann bin ich einfach nochmal mit einer Schicht Resin drüber gegangen. Und das ist eigentlich ganz nett. Deswegen muss ich mal ein bisschen rumexperimentieren. Dann habe ich noch ein Mamigoma gemacht. In Rot. Moment. Hier. Und da habe ich die Herzen. Ein Herz habe ich hier oben gegossen in der ersten Schicht und dann die zwei Herzen in der zweiten Schicht. Oder die Erdbeere und das Herz, je nachdem. Und es ist auch so unglaublich dick. Genau. Und eingefärbt habe ich mit den Bredermann-Farben und ich muss sagen, ich bin überhaupt nicht zufrieden. Das Weiß geht ja noch, aber die anderen Farben, absolute Katastrophe beim Trocknen. Die habe ich ewig gebraucht und ja, haben auch überall Dellen und so drin. Ganz, ganz komisch. Und dann habe ich noch ein Ferkel mit IA gemacht. Das ist dieses hier und das finde ich so schön. Es ist zwar auch so ganz, ganz dick geworden, aber ich finde das so, so schön. Das Herz, was ihr hier an der Seite seht und der Pilz. Die an der Seite der Pilz und, Moment, das Herz. Sind auch wieder in der zweiten Schicht gemacht. Und da habe ich auch noch eine Schicht Resin drüber gegeben, dass das schön glänzen tut. Ich finde das, obwohl das so dick ist, echt toll. Irgendwie. Für den ersten Versuch war das gut. Und mir gefällt das richtig, richtig schön. Also das ist toll geworden. Und dann bin ich schon schlauer gewesen. Habe mir gedacht, okay, du probierst dünnere Schichten aus und dies und jenes. Und dann habe ich weitergemacht. Und ja, dann zeige ich euch jetzt dieses hier. Habe ich diesen kleinen Kameraden gemacht. Das ist ein Teddybär. Die habe ich jetzt in der ersten Schicht nur gegossen. Weil das mit den Doppelschichten, also mit den zwei Schichten, so das... mache ich erst, wenn ich wieder ein bisschen fortgeschrittener bin. Und ja, da habe ich das Weiß genommen wieder und ja, es geht. Man sieht jetzt nicht, ich habe ringsherum noch Sterne gemacht. Die sieht man jetzt überhaupt nicht. Oder seht ihr die? Hier ringsherum. Ich glaube, die seht ihr überhaupt nicht durch das Grün. Naja, auf jeden Fall habe ich den gemacht. Dann geht es weiter mit einem Hello Kitty. Und zwar... dieses hier. Das finde ich ganz schön. Das ist super geworden. Habe ich in Weiß hinten gelassen. Habe ich einfach eine Schicht Weiß noch drüber. Oder beziehungsweise transparent. Und das Ergebnis gefällt mir sehr, sehr gut. Muss ich sagen. Ich mag die transparent hinten am liebsten. Bis jetzt. Weil ich mag diese Bredermann-Farben nicht so gerne. Ich weiß nicht, ich komme damit nicht so klar. Das Weiß geht, aber die anderen Farben sind ein bisschen schwierig. Oder ich stelle mich einfach nur blöde an. Das kann natürlich auch sein. Dann habe ich einmal dieses Häschen gemacht. Das ist ein bisschen, das Dicke ist ein bisschen verrutscht nach oben, leider. Aber gefällt mir jetzt auch nicht so gut. Da habe ich nämlich noch eins. Moment. Das gefällt mir wesentlich besser. Das ist der gleiche Sticker, nur in einer anderen, ja. Man sieht auch, hier habe ich nur den Glanzlack drüber und hier habe ich noch eine Schicht Resin drüber. Ja, man sieht, denke ich mal, ein bisschen den Unterschied und mir gefällt das einfach besser. Genau, die habe ich gemacht. Dann habe ich noch den hier gemacht, ich weiß nicht warum, das waren mal so Papiersticker und da habe ich auch noch eine Schicht Resin drüber, sonst das sah so komisch sonst aus. Und ja, die Rose ist total schön, der Schlüssel, weiß ich nicht, ob das so gut passt und das Herz passt irgendwie auch nicht mit dem goldenen Hintergrund. Und man hat es ja nicht gesehen, deswegen, naja, weiß ich noch nicht. Aber da habe ich auch wieder diesen weißen Hintergrund genommen. So, dann geht es weiter mit größeren Stücken, die ich gemacht habe. Ich sage jetzt mal ein bisschen fortgeschrittener, ein bisschen. Ja, dann habe ich zum Beispiel sowas gemacht. Das ist diesmal extrem dünn geworden, aber es gefällt mir echt gut. Also das ist wirklich nicht dick.
Und das habe ich auch hinten in weiß gelassen, also in transparent, weil ich finde den Effekt so toll. Und ja, das schaut so aus. Diese Spielkarte, ich liebe sie, die ist so, so toll. Und der Schlüssel und die Rose, könnte ich mich verlieben. Und dann haben wir hier drin noch die Perlen hier. Wenn man die irgendwie erkennen kann. So, hier kann man das jetzt sehen, so Perlen und so. Finde ich total schön. Also es gefällt mir sehr gut, ist nur ein bisschen zu dünn geworden. Aber wie war das? Übung macht den Meister und ja. Dann habe ich ein schönes Teil versucht zu machen. Da habe ich so, wie sagt man dazu, Falschzucker eingegossen mit einem Delfin. Und der Delfin ist irgendwie falsch rum. Ich weiß auch nicht, ich habe da nicht aufgepasst. Und zwar dieses Stück hier. Ja, der Delfin seht ihr, das ist so ein Spiegelreflex-Delfin. Finde ich total cool. Und da habe ich hier so Falschzucker eingegossen in Gold. Das sollte so ein bisschen Meeresboden darstellen. Ja, und irgendwie, ich könnte es ja so sehen, dass der Delfin halt gerade so eine Rolle macht. Und ja, dann habe ich hier noch so ein Herzchen rein und hier oben noch so ein Herzchen in diesen Perlenoptik, ja. An sich finde ich das ganz toll. Meine Mama möchte das haben, hat sie schon gesagt, das möchte sie haben. Und ich so, ja, das ist eigentlich voll der Fail, aber gut. Finde ich für den Anfang, ja, Übung. Dann geht es weiter mit so einem kleinen Delfin. Den fand ich ganz toll. Der gefällt mir richtig, richtig gut. Da habe ich auch nochmal eine Schicht Resin drüber gegeben. Finde ich total toll. Und fühlt sich jetzt auch total toll an. Und ja, da habe ich auch noch Sternchen ringsum rein. Ich weiß nicht, die sieht man wieder nicht durch das Glitzer. Also wenn man so schaut, sieht man sie, aber so sieht man sie nicht. Durch die Kamera. Doch, jetzt kann man sie vielleicht sehen. Hier unten funkelt es ein bisschen, genau. Finde ich auch total toll. So, dann kommen wir zu den Sachen, wo ich jetzt sagen würde, okay, die gehen schon eindeutig besser als die vorherigen. Und ja, die zeige ich euch jetzt einfach mal. Genau, da habe ich einmal dieses gemacht. Das finde ich total toll, obwohl der Sticker sich ein bisschen gewölbt hat, weil der ist immer wieder hochgekommen. Ich weiß zwar nicht warum, weil ich habe da noch mehrere gemacht davon und ja, ich weiß nicht, bei dem war das irgendwie total doof. Und hier habe ich auch einen weißen Hintergrund genommen und da ist leider ein bisschen Glitzer hinten reingekommen, was bei den meisten irgendwie nicht vermeidbar ist, warum auch immer. Obwohl ich das sauber gemacht habe, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall schaut das so aus. So, finde ich total toll. Die Sticker habe ich vom Tidi, glaube ich. Doch, vom Tidi waren die. Finde ich total schön. Dann habe ich einmal dieses gemacht, das finde ich auch total toll. Das hier. Gefällt mir richtig gut. Habe ich auch mit einem weißen Hintergrund. Und da habe ich wieder so einen Spielkarten-Sticker rein und dann hier überall solche Keksticker und solche 3D-Sternchen. Die haben aber total ihre 3D-Wirkung verloren, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Sehen jetzt nämlich aus wie Sticker. Und ja, finde ich total toll, das Stück. Hat hier, glaube ich, eine kleine Luftblase drin, aber ist nicht so schlimm. Doch hier sogar ein paar mehr Luftblasen, wenn man das sieht, aber ist nicht so schlimm. Kann ich ja nochmal mit einer Schicht drüber gehen. Auf jeden Fall finde ich das total toll. Dann kann ich euch noch zeigen, dieses hier. Das habe ich jetzt versucht, wieder in transparent zu gießen. Genau. Das ist einmal Winnie Pooh. Da habe ich schon was ausprobiert, ob das funktioniert. Da habe ich auch wieder Sternchen ringsrum. Hier sieht man das ein bisschen. Und hier von hinten ist es nicht ganz so klar, aber finde ich total toll. Dann geht es weiter mit einem kleinen Winnie-Pooh. Da habe ich auch wieder eine Schicht Resin drüber gegeben. Und den finde ich ja total niedlich. Also der ist so schön geworden. Ist auch nicht dick und ja, mag ich richtig gerne. Hier sieht man den Glitzer und ja, habe ich auch wieder in klar gemacht. Ich finde das einfach viel schöner. Und ja, beziehungsweise was heißt schöner? Es ist die beste Lösung momentan, weil ja, muss einfach noch rumexperimentieren. Finde ich auch total toll. Dann habe ich jetzt noch ganz viele Runde. Ich habe noch 2, 4, 6 Runde, die ich euch noch zeigen kann. Und ja, da habe ich zum einen einmal dieses Pony mit diesem Baum gemacht. Auch diese Sticker sind vom Tidi. Und da habe ich im Hintergrund solche Herzchen eingegossen. Die sind von der Maria Stuart. Und die finde ich Martha Stuart. Und die finde ich total toll. Also eine richtig, richtig schöne Sache. Dieses Pleasant-Teil habe ich hinten auch wieder klar eingegossen. Genau. Ich habe momentan auch schon wieder welche am Trocknen, die hätte ich euch jetzt auch gern gezeigt, aber die sind leider noch nicht trocken, die dauern, glaube ich, noch ein bisschen und ja, die zeige ich euch dann im nächsten Resin-Update. Aber da ist auch ein Teil dabei, wo ich total stolz schon drauf bin, weil das total geil geworden ist. Ja, aber das zeige ich euch dann im nächsten Resin-Update. Dann habe ich hier ich habe versucht, 2 Delfine einzugießen, einfach ganz schlicht. Der eine hat sich hier unten ein bisschen verschoben, sollte eigentlich noch ein bisschen nach darüber, aber ist auch nicht ganz so schlimm. Ja, die schwimmen halt einfach im Meer rum, nichts Spannendes.
Dann habe ich einmal diesen. Den finde ich irgendwie, der ist total toll geworden. Das hier. Das ist so ein Vintage-Sticker von Japan. Und ja, da habe ich hinten diesen Flitter von Martha Stewart eingegossen in Rot. Und ja, genau, finde ich total toll. Habe ich auch hinten klar gelassen. Und ja, mache ich mir definitiv an eine Kette dran. Finde ich total schön. Dann geht's weiter mit diesem süßen Kameraden. Und ja, das ist so süß. Auch wenn das so transparent ist. Man sieht hinten meine Finger durch, aber das ist jetzt nicht schlimm. Ich finde das total niedlich. Diesen Sticker habe ich, glaube ich, von der lieben Martina aus dem Tauschbecken gekriegt. Und die finde ich so toll. Moment. So. Wirklich, das ist so, so schön. Da habe ich überall Sternchen noch eingegossen. Das mag die Kamera überhaupt nicht, gell? So. Habe ich überall Sternchen und so reingegossen. Finde ich total toll. Und dann habe ich noch zwei mit Ponys. Da habe ich einmal dieses gemacht. Da habe ich versucht, Streifen zu imitieren. In Weiß und in Orange. Finde ich auch total hübsch. Ist eigentlich ganz gut geworden. Bin ich eigentlich zufrieden mit. Habe ich auch, glaube ich, eine Schicht Resin. Nee, das ist nur lackiert. Das ist, hat keine Schicht mehr gekriegt. Aber ich denke mal, diese Schichten, diese werden noch mal eine Schicht drüber kriegen. Mal gucken, wenn ich mal wieder ein bisschen übrig habe. Und dann zum Schluss, das letzte, habe ich noch dieses hier. Das finde ich auch total hübsch. Das ist einfach nur ein Pony, was auf einer Wiese ist. Und ja, nichts Besonderes, aber finde ich total hübsch. Habe ich auch hinten wieder klar eingegossen. Genau. So, das waren meine ersten Resin-Versuche. Sie sind noch nicht perfekt, aber auch nicht so kreislich. Gut, die ersten sind, wie gesagt, ein bisschen zu dick geworden, aber sonst finde ich sie eigentlich ganz okay. Übung macht ja den Meister und ja. Ich hoffe, euch hat das kleine Update gefallen und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!